Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Callcenter Crusher und ich begrüße Sie zur heutigen Scammer-Parade. Zwei Anrufe, deren Anstand, Freundlichkeit und telefonische Kompetenz kaum zu übertreffen ist. Viel Spaß mit diesem Video, das wie immer nach dem Intro startet. Hallo? Hallo? Hallo. Schönen guten Tag, spreche ich mit dir? Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, ich grüße Sie. Spreche ich mit dir, Thomas Hadamczyk, ja? Richtig, ja. Ja, Herr Hadamczyk, Sie haben gerade an meine Kollegen geschrieben, dass Sie Anruf von unserer Seite wollten. Ja, es geht um Online-Handeln. Wer spricht denn da überhaupt? Maria Welz ist mein Name. Okay. Von MT Trade. Und soweit ich es weiß, Sie haben Interesse gezeigt, am Finanzmarkt online zu handeln. Ist das korrekt, ja? Das ist korrekt, ja. Okay. Und Herr Hadamczyk, darf ich Ihnen fragen, woher haben Sie über unsere Plattform gehört oder wie haben Sie es gefunden? Im Internet. Im Internet, okay. Okay, Herr Hadamczyk, und haben Sie irgendwelche Vorstellungen, wie hier alles funktioniert, oder soll ich es alles am Anfang erklären? Können Sie gerne mal erklären, ja. Okay, super. So, Herr Hadamczyk, nach dem Kontoaktivation von unserer Seite, Sie bekommen eine vollautomatische Software und einen Finanzexpert, und zwar ganz kostenlos. Und das bedeutet, weiter werden Sie nicht allein, sondern mit Sachverständiger zusammenarbeiten. Mit Sie was? Brauchen Ein nicht jeden. Was ist denn ein Sachverständiger? Also professionelle Unterstützung bekommen Sie von unserer Seite, ja? Wir haben Experten, die mehr als 12-jährige Erfahrung in diesem Bereich haben, ja? Und das habe ich gemeint, ja? Ach so, okay. Okay. Und Herr Hadamczyk, haben Sie schon mal entschieden, mit welchem Produkt Sie handeln möchten? Zum Beispiel mit Kryptowährungen, mit Aktien, Indizes, Rohstoffe oder wissen Sie es noch nicht ganz genau? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Okay, kein Problem. Über dieses Thema, Sie können auch mit Ihrem Finanzexpert besprechen. Er oder sie kann auch empfehlen. Und dann können Sie entscheiden, ja, was für Sie einfach Geld bringen kann. Außerdem, Sie bekommen genauer für Sie angepasste Geldmanagementstrategie. Und damit werden Sie sehr gut profitieren. Und sozusagen 95% von dieser Zusammenarbeit wird gemacht von unserer Seite, aber mit Ihrer Zustimmung und Genehmigung. Weil Sie haben Vollkontrolle auf Ihrem Handelskonto und ohne Sie, wir können nichts machen. Und Herr Hadamczyk, wissen Sie schon, wie viel ist das Staatskapital bei uns? Nee, weiß ich nicht. Okay, minimales Staatskapital ist nur 250 Euro. Mit dieser Summe können Sie Handel anfangen und ausprobieren, wie hier alles funktioniert. Sie können ein bisschen Erfahrung sammeln, Ihre persönliche Broker besser kennenlernen und einfach die Strategie verfolgen. Sie können eine Woche Probezeit nehmen und nach einer Woche haben Sie schon Ergebnis, haben Sie schon ein bisschen Erfahrung und dann können Sie entscheiden, möchten Sie es weiter mit uns machen oder möchten Sie es nicht mehr. Und falls Sie entscheiden, dass Sie es nicht mehr machen möchten, es ist auch kein Problem. Sie haben Möglichkeit, Ihr Handelskonto jederzeit kündigen, okay? Kündigen? Sie meinen kündigen. Genau. Und jetzt noch eine wichtige Sache über Zinsen und Kommissionen. Also bei uns Einzahlen und Auszahlen sind ganz gebührenfrei, aber wir haben unsere Zinsen und Kommissionen nur danach Sie gewinnen und nur danach Sie profitieren. Genau deswegen, es ist Zusammenarbeit und wir alle sind orientiert auf Ihre Profite und Gewinne. Und unsere Provision ist von 1-3% und nicht mehr. Und das bekommen wir automatisch von Ihrer profitierten Summe. Und Sie brauchen nicht extra dafür bezahlen oder sowas, okay? Okay, Herr Hadamczyk, dann es ist eigentlich alles, was ich Ihnen kurz erklären wollte. Falls Sie jetzt Fragen haben, können Sie direkt mir stellen, ja? Ja, von wo aus rufen Sie denn an? Wo ist denn Ihr Firmensitz? Von London. Ah. Von London rufe ich Sie an, ja? Unsere Hauptsitz ist in Großbritannien, in London. Ah ja, okay, gut, okay. Gut, das ist, haben Sie die Adresse für mich auch?
Ja, von London meinen Sie? Nein, wie Ihrer Firma. Hallo? Also das können Sie auf unserer Homepage sehen, ja? Sie waren schon mal online auf unserer Plattform, ja? Ja, aber jetzt Und habe ich haben ja die Sie folgende gerade am Passwort Telefon. selber eingerichtet. Ja, aber jetzt habe ich Sie doch gerade am Telefon. Können Sie mir das Prinzen. nicht sagen? Ja, also wir haben verschiedene Büros in weltweit und Sie meinen, Sie möchten unsere Adresse in Deutschland, ja? Es ist in Berlin, Prinzenstraße 23. Nee, Sie haben doch gesagt, Sie sind in London. Ja, Wo ich ist denn persönlich Ihre ja, aber für. Ihr rechtlicher Sitz Ihrer Firma? Ja, in London, also genauer Straße meinen Sie? Richtig, die Adresse. Genau. Ja, das sende ich Ihnen per E-Mail, ja? Nee, das können Sie mir doch sagen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Können Sie das nicht? Wissen Sie nicht die Adresse, wo Sie jeden Morgen hinfahren? Spielt das eine wichtige Rolle für Sie? Natürlich. Wollen Sie auch in London? Möchten Sie vorbeikommen? Nein, aber ich möchte wissen, wo Ihr rechtlicher Sitz ist und wo Ihre Adresse da ist. Ja, das Ist das können Sie so auf kompliziert für unserer Sie? Homepage sehen. Ist es so schwer für Nein, Sie, es. Ihre Adresse zu nennen? Kennen Sie Ihre Adresse nicht, wo Sie jeden Morgen Ja. hingehen zur Arbeit? Ja, ich weiß es auf jeden Fall, ja. Ja, dann sagen Sie es doch. Hallo. Ja, ich bin da. Ja, warum antworten Sie denn nicht? Ja, die Zugangsdaten haben wir per E-Mail geschickt und das können Sie auf unserer Webseite sehen, ja? Also, Sie wollen mir nicht sagen, wo Ihr rechtlicher Sitz ist, wo Sie gemeldet sind, Ihre Adresse. Wollen Sie nicht sagen? Broughton Road 15. Ja, und das war alles? Normalerweise sagen wir nicht, ja, genau. Warum sagen Sie sowas nicht? Sie sind doch sicherlich eine regulierte Firma. Da müssen Sie das doch sagen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber gut, okay. Ja, wenn. Okay, also Sie sind eine regulierte Firma. Seit wann besteht denn Ihre Firma? Bitte nochmal? Was war die Frage? Seit wann besteht denn Ihre Firma schon und Ihre Webseite? Seit 20 Jahren lang sind wir schon auf dem Finanzmarkt. Ah ja, genau, das sehe ich auch gerade hier. Ja, stimmt schon, richtig. Ja, Ja, genau. 20 Jahre, das ist umgerechnet in Tagen 63 Tage. Okay. Genau. Ja. Das heißt also, Sie sind jetzt schon klar eine Betrügerfirma. Ja, und wie bekommen Sie solche Informationen? Die kann man ganz einfach im Internet Warum denken Sie erfragen. so? Das kann man ganz Bitte? einfach. Ja, vielleicht lassen Sie mich einfach mal ausreden. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann stellen Sie die Fragen und ich antworte und dann lassen Sie mich ausreden. Ist das soweit klar? Nee, ist nicht klar. Okay, gut, dann lassen wir das Thema. Dann ist schon klar, Sie sind eine Okay, lassen wir es so. Betrügerfirma. Okay, und was haben Sie dagegen? Was, gegen Betrügerfirmen? Und warum denken Sie so, Ja, dass wir ein Betrüger sind? weil Sie sagen, Sie sind 20 Jahre am Markt und Sie sind erst seit 23. Januar 2023, also diesen Jahres, ist Ihre Domain erst registriert worden. Das können Sie mir sicherlich erklären, oder? Okay. Ja, das will ich nicht, ja. Ah ja, Okay, dann ist schon sagen Sie klar. mir den Grund, Gut, warum haben Sie die Daten dann sagen eingegeben? Sie mir doch einfach mal, wo Sie reguliert sind. Versuchen Sie das doch mal. Was wollen Sie von mir eigentlich? Ich Warum möchte haben Sie gerne die Daten wissen, eingegeben? Ja, ich Sie habe wussten ganz doch, klar dass ich. gefragt, was ich will. Und Sie wollen das scheinbar nicht beantworten. Habe ich doch geantwortet, Nein, ja? ja, wo sind Sie reguliert? In London meinen Sie? Ja, welche Regulierungsbehörde ist für Sie Beim zuständig? BaFin sind wir schon, wenn das meinen, ja? Wenn Ja, Sie die sowas BaFin ist ja meinen. nicht für London zuständig, sondern für Deutschland. Ja, es ist für, genau.
Und wer ist in London Aber für wenn Sie Sie zum zuständig? Beispiel bei uns einsteigen werden, die Regierung von London. Die Regierung von London, okay. Und welche Organisation regiert dann in London dafür? Die Finanzamt. Das Finanzamt reguliert Sie. Okay, dann versuchen wir es mit der BaFin. Versuchen wir es mit der BaFin. Sie sagen, Sie sind bei der BaFin Okay. reguliert, richtig? Genau. Okay, dann geben Sie mir doch bitte einfach mal Ihre BaFin-ID. Gleich. Warten Sie ganz kurz, ich soll es suchen. Ja, ganz kurz Augenblick. Ja, natürlich. Na, da haben Sie die ID aber gut verlegt, dass Sie sie nicht so schnell wiederfinden, oder? Hallo? Ja. Hallo? Ja, ich grüße Sie. Ich bin Ihr Kollegin von Frau Wels. Sie haben gerade mit ihr gesprochen, ja? Ja, richtig. Sehr schön. Gut, und wie ich informiert bin, Sie möchten unsere Informationen kriegen. Können Sie mir sagen, welche Informationen Sie benötigen? Ja, die gute Frau Welsch hat ja gesagt, Sie wären bei der BaFin reguliert und da möchte ich gerne Ihre BaFin-ID wissen. Also, okay. Diese Informationen ist nicht erlaubt. Die Doch, Kunden können die das ist sogar selber finden, verpflichtet. ja? Dazu sind Sie sogar Nee, nee, nee. verpflichtet. Warten Sie Doch, doch, kurz. doch. Ob Sie mich lassen Sie mich etwas ausreden, Na ja? gut, reden Sie Ob Sie aus. Informationen kriegen möchten, dann soll ich ja Ihnen sagen. Das ist nicht erlaubt. Wir sind ganz normale Callcenter. Es ist ja deutsche Abteilung. Und unsere Arbeit ist, Kunden dabei helfen, damit die Kunden Kontoaktivation können, ja? Deswegen, das ist ja nicht Pflicht, dass wir auf jeden Fall diese Informationen rausgeben werden. Ob Sie solche Infos, detaillierte Infos benötigen, dann können Sie in Google selber das suchen, ja, und finden. Ob Sie Interesse haben, bei uns einzusteigen, das können Sie gerne machen. Ob Sie es nicht möchten, dann können wir schon unser Gespräch beenden, ja? Alles klar soweit? Sind Sie jetzt fertig? Ja. Gut, also ist soweit klar, Sie haben keine BaFin-ID, sonst würden Sie ja nennen. Denn man ist als deutsches Unternehmen oder Ich als. muss das Lassen Sie nicht mich ausreden, antworten. Sie. Ich Ich habe muss Sie das nicht. ausreden lassen und Sie lassen mich ausreden. Weißt du, Aha, ein will mich seriöses anfragen selber. Unternehmen. Ein Betrüger. Hallo? Ja, aber ihr hört mich schon, ja? Hallo, schönen guten Tag, Herr Heinz. Ja, aber da Heinz ist mein Ich Vorname. Heinz-Herbert Duschadig, bin ich richtig bei Ja, dann Ihnen, ist ja? sie richtig. Okay, verzeihen Sie mich, Herr Duschadig. Also Lili Scholl spricht am Apparat und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um Online-Handel, ja? Sie haben Interesse geäußert, am Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig, ja? Das ist richtig, ja. Okay, Herr Dusterbeck, ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin und Grund meiner Anruf ist, helfe Ihnen, Ihr Handelskonto bis zum Ende richtig zu aktivieren, okay? Ja, von welcher Firma sind Sie? Ich rufe Sie von eCapital-Plattform. Also Sie haben in unsere Unternehmen eingetreten. Haben Sie die Werbung gesehen? Welche gehört Ihnen? Uns, entschuldigen Sie mir bitte, ja? Wie heißt Und die deswegen, Plattform? die Plattformname ist eCapital.com. Ah Ja, ja, das ist okay. Okay. okay, die Werbung, wo Sie Ihre Daten gelassen haben, es ist unser offizielles Projekt. Und Sie waren in unserer Wartenliste und deswegen habe ich Ihnen angerufen, ja? In der Warteliste, das kann ja nicht so lang sein, die Ja. Warteliste. Die Warteliste, also die Kunden, also sozusagen die Menschen, wo ihre Daten lassen, das bekommen Sie schriftlich, weil es ist unser Projekt und deswegen Sie waren in mein System Ja, sozusagen, aber ich sage ja, Herr die Dostadek. Warteliste kann ja nicht so lang gewesen sein. Das hat ja keine 10 Minuten gedauert. Okay, der schriftlich habe ich das bekommen. Also, wissen Sie was? Also haben wir so viele Kunden und deswegen vielleicht 10 Minuten lange her oder 2 Minuten lange her. Also ich rufe jederzeit mit meinem Kunde, wo ich in meinem System. Okay, gut.
Okay, Herr Dusadek, sagen Sie mir bitte am Anfang, also bis dahin, haben Sie alles verstanden, wie es funktioniert, oder haben Sie noch weitere Fragen? Ich habe zu Ihrer Firma habe ich noch Fragen. Okay, Herr Dusadek, wissen Sie schon, für das Aktivation Ihrer Handelskonto mindestens brauchen Sie 250 Euro. Es ist die Regel, womit Sie das Konto aktivieren können. Und das Geld bekommen Sie schriftlich an Ihrem Handelskonto und danach bekommen Sie Möglichkeit, Handeln anfangen, ja? Und die Einzahlung und Auszahlung können Sie mit Onlinebank, mit dem Kreditkarte, mit Visa oder Mastercard und mit PayPal auch tätigen, ja, Herr Dusadek? Und das sollen Sie entscheiden, welche wäre lieber ist besser für Sie. Und danach ich zeige Ihnen die Plattform, wo Sie handeln werden, wo liegt Ihr investiertes Geld und so weiter und so fort. Ja, Herr Dusadek. Ja, also ich entscheide mich, ich würde es per Überweisung machen. Super, dann können wir das mit der Überweisung tätigen und ich erstelle für Sie die persönlichen Bankdaten, Herr Dusadek, und ich sende Ihnen per E-Mail und per WhatsApp auch kann ich. Welche ist besser für Sie, Herr Dusadek? E-Mail, weil die Bank ich per nutze E-Mail. Kein WhatsApp. Okay. Ja, dann schicken Sie das super. Doch mal los. Dann, okay, Herr Dusadek, aber am Anfang, ich brauche von Ihrer Seite die Daten, weil ich soll für Sie die persönlichen Daten vorbereiten, die Bankdaten meine ich. Die Bankdaten, und dafür brauche ich die darf nein, ich mal nein, bitte? Für, bitte. Die Bankdaten, da müssen Sie mir doch nur Ihr Empfängerkonto übermitteln. Meine Daten ja, brauchen Sie richtig. Ja nicht. Meine Daten bekommen Sie ja dann automatisch nein. Bei der Überweisung. Doch, es ist so bei Überweisungen. Herr Dusadek, brauche ich die Postleitzahl? Die Postleitzahl brauchen Sie nicht. Die Für eine Banküberweisung okay, brauchen Sie keine Postleitzahl. Die Postleitzahl, die Stadt und die Adresse brauche ich. Nein, brauchen Sie nicht. Für Banküberweisung okay. Brauchen Sie, das brauchen Sie hinterher für die Verifikation. Aber nicht für die Banküberweisung. Also ich soll für Sie die persönlichen Bankdaten erstellen. Deswegen die sind ja brauche nicht persönlich. Ich, damit Ihre Bankdaten sind ja nicht persönlich, es sind Firmenbankdaten. Nein, es ist unsere Bankdaten, Herr ja, Dusadek. Eben, natürlich, aber persönlich aber für Sie kann, soll ich die Bankdaten vorbereiten. Deswegen brauche ich von Ihnen die folgende Adresse. Die Postleitzahl, die Stadt und die Wohnadresse, nein, wo nein, Sie das wohnen. Das brauchen Sie nicht für die Bankdaten. Die Bankdaten können Sie so schicken. Und für die Verifikation hinterher, da brauchen Sie meine Daten. Herr Dusadek, okay, dann jetzt. Okay, dann in diesem Fall, wenn Sie möchten, mit mir kein, also die Daten teilen und so weiter und so fort. Ich vorbereite für Sie die Bankdaten und sende ich Ihnen per E-Mail von Lili Scholl bekommen Sie Nachricht, okay? Und einzigster, hören Sie mich, ja, Herr Dusadek? Ja, natürlich höre ich Sie. Super, danke Ihnen. Also von Lili Scholl bekommen Sie Nachricht per E-Mail. Und einzigste, was ich brauche von Ihrer Seite, wenn Sie die Überweisung also erledigen, einzigste, was ich brauche, es ist die Billig nach der Überweisung. Sie sollen mich zurück ein Billig senden, ja, als Bestätigung. Und damit wird Platz sicher. Und wenn ich bekomme das von Ihrer Seite, ich rufe Sie noch einmal oder ich kann mit Ihnen an der Leitung bleiben. Ja, bleiben Sie einfach in der okay. Leitung. Noch habe ich keine E-Mail bekommen okay. von Ihnen. Okay, dann gleich ungefähr nach Maximum, nach 2 Minuten bekommen Sie Nachricht. Okay, warten Sie bitte und legen Sie bitte nicht auf. Okay? Natürlich. Danke Ihnen. Ich bin im Gespräch. Herr Dusadek? Ja. Herr Dusadek? Also sagen Sie mir bitte Ihre gewünschte Summe. Also mit welchem Summe? Die minimale, also von 250 bis 1000 Euro können Sie Ihre gewünschte Summe auswählen. Ja, das weiß ich noch nicht so nehmen, ganz genau, aber ich kann das ja dann entscheiden, wenn ich überweise. Super. Okay, jetzt können Sie Ihre Posteingang öffnen. Also ich sende die Empfängername, IBAN, BIC, Verwendungszweck und den Betrag auch, ja? Ich guck mal.
Okay, von meiner Seite Nachricht ist schon weg, also gegangen. Jetzt sollen Sie das aktualisieren. Also von Lili Scholl, igelkapital.com sollen Sie Nachricht bekommen. Ja, noch ist nichts da. Noch sehe ich nichts. So, jetzt haben wir was. Von Lili Scholl, da ja, denke richtig. Ich, haben Sie. Ja. Irgendwie kann ich die E-Mail nicht aufmachen. Was ist da denn los? Ich sehe, dass eine E-Mail gekommen ist, aber ich kann sie nicht aufmachen. Warum? Wo liegt das Problem? Also, das weiß ich nicht. Sie sehen die Nachricht. Also gehen Sie bitte raus und loggen Sie noch einmal an Ihrem Posteingang. Ja, dann loggen wir uns mal aus. Loggen wir uns noch mal ein. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja weiter. So, dann schauen wir mal. Jetzt loggt er sich gerade ein. Mhm. Was ist denn bei Ihnen da los? Bitte? Was ist denn bei Ihnen da los? Warum wird denn da geklatscht? Wird da was gefeiert? Also schauen Sie, also von also unsere die Kunde sozusagen hat einen Gewinn bekommen an der Handelskonto, haben wir das bemerkt nur, wenn Sie das meinen. Ja, es hat halt geklatscht. Aber komisch, ich habe mich neu eingeloggt, ich kann Ihre E-Mail immer noch nicht öffnen. Also das sehen Sie irgendwo, dass Sie haben eine Nachricht bekommen. Ja, okay, ja, dann versuche ich noch einmal die... Also überprüfen Sie bitte Posteingang auch. Ja, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden. Andere E-Mails, bitte. Die ich schon bekommen habe, kann ich öffnen. Nur E-Mail, Ihre E-Mail kann ich nicht öffnen. Also warum, wo liegt das Problem? Das weiß ich nicht, das wird wohl an... Das also, wird wohl an, das, also, oh, das Sie finde reden ich schon wieder nicht dazwischen. Der erste Mal, ja? Ja, also wenn ich dann mal antworten dürfte. Sie fragen mich, woran das Problem liegt. Andere E-Mails kann ich öffnen, Ihre E-Mail kann ich nicht öffnen. Das wird dann wohl offensichtlich an Ihrer E-Mail liegen. Also können ich kann Ihnen meine E-Mail-Adresse auch diktieren und können Sie mir schreiben und die als Antwort gebe ich Ihnen. Zweimal habe ich Ihnen die eine Nachricht gesendet. Hier ist bis jetzt auch nur eine angekommen. Jetzt ist die zweite da. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir die zweite öffnen. Nee, genau dasselbe. Das ist schon seltsam. Also es ist unmöglich, Herr Duster, sehen doch, Sie, dass Sie hier. Nachricht bekommen haben oder können Sie es nicht öffnen? Richtig, ich kriege einen Fehler. Es ist ein technischer Fehler aufgetreten. Komisch, der tritt aber nur bei Ihren E-Mails an, auf. Andere E-Mails da, kann ich es öffnen. Ist unglaublich, also es ist ja, unglaublich, es ist aber so. Herr Duster, ja, es ist unglaublich. Es ist aber so. Also, nein. Also denke ich, dass Sie etwas... Also überprüfen Sie bitte Spambox aus. Vielleicht ist in Spam gegangen auch. Hallo, das hören Sie eigentlich zu? Hören Sie eigentlich zu? Ich höre Ihnen, Herr Duster. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich zwei E-Mails bekommen habe. Die sind nicht im Spam-Ordner. Also das sehen Sie, haben Sie schon unterbrechen zwei mich E-Mails schon bekommen? Wieder. Sie unterbrechen aber mich schon wieder. Nicht Sie wollen eine Antwort haben, dann warten Sie an, bis ich die Antwort gegeben okay, habe. Okay, dann warte. Okay, dann warte ich. Okay. Ja, also. Warum sind Sie so sauer, Herr Duster? Weil Sie mich permanent unterbrechen. Sie merken das noch nicht mal. Weil Sie stellen Fragen, ich soll da antworten. Nein, Herr ich habe geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich wollte darauf antworten und Sie haben mich unterbrochen. Okay, bitte. Also, wie gesagt, ich sehe die zwei E-Mails und nur Ihre beiden E-Mails haben einen technischen Fehler. Alle anderen E-Mails kann ich öffnen. Das liegt da nicht bei mir auf dem Posteingang, sondern das liegt bei Ihnen an den E-Mails. Vielleicht haben Sie die alternative E-Mail-Adresse auch, Herr Duster, weil was Sie mir jetzt erzählen haben oder sagen Sie mir, es ist unglaublich, weil jeden Tag, wissen Sie, wie viele Nachrichten sende ich per E-Mail? Bis tausende Nachrichten. Und nie jemand hat das die gleiche gesagt. Ja, das ist aber es ist unmöglich, Herr Duster, bitte. Die alternative E-Mail-Adresse können Sie mir diktieren und mit dieser E-Mail-Adresse kann ich auch Ihnen das senden. Ja, da muss ich mal gucken, was ich da noch hätte.
So, also ich habe eine, die geht Düsterdiek, Ed Jager, Okay. also JAGA, Punkt. Susterdick et J. Nein, Okay, Ed Jager. Jager, JAGA, Punkt E-Mail. Aha. Punkt. E-Mail. Was für eine E-Mail ist das? Das ist meine zweite E-Mail. Düsterdick E-Mail-Zeichen Jager. Punkt E-Mail. Richtig, das ist mein E-Mail-Provider. Okay, super. Jetzt ich überprüfe, ob die E-Mail-Adresse funktioniert oder nein. Warten Sie bitte Ja, ich ganz empfange kurz. doch darauf. Warten Sie bitte kurz, legen Sie bitte nicht auf. Ja. Und wie lange brauchen Sie zum Überprüfen? Okay, warten Sie bitte erstmal kurz. Ich habe das überprüft. Okay, sende ich Ihnen unten diese E-Mail-Adresse. Okay, Dusterdick@jaga, J-Anton Gustav Aga Anton Punkt E-Mail. J. Anton Gustav Anton. Punkt. Emil Martha Anton Ida Anton Ludwig. Ida Ludwig. Richtig. Super. Okay, habe ich schon das auch gesendet. Von meiner Seite, die dritte Nachricht ist schon weg. Ja, bei mir ist noch nichts angekommen. So, jetzt ist was angekommen. So. Okay. Ich sehe gerade Die Sie. Bankdaten. Ja, und von wo aus rufen Sie jetzt an? Ich rufe Sie von Deutschland, von Berlin. Nein. Ich sehe an der Rufnummer, dass Sie aus England anrufen. England, weil wir haben die englische Provider. Wir sind die internationale Firma und unsere Hauptsitz sozusagen ist in Großbritannien. Und deswegen haben wir die londonische Nummer. Die londonische Nummer, okay. Und ich sehe, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IBAN ist aus Österreich. Wie kommt das denn? Österreichische IBAN-Adresse, ja, Warum? Warum? österreichische, Warum? weil wir haben Partnerschaft mit den verschiedenen Banken. Deswegen, das ist ja unser Vermittlerskonto, weil sie haben nicht mehr gesagt, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich brauche von Ihrer Seite die Postleitzahl, die Adresse und die Ja, Stadt. und In diesem Fall kann ich für Sie die persönlich für Sie die Bankdaten erstellen, dann haben Sie das mich nicht geteilt und deswegen habe ich die Vermittlerskonto IBAN gesendet, Herr ach, Dussendick. das heißt, Sie haben gar kein eigenes Konto als Firma, oder wie? Eigenes Konto haben wir schon, Ja, das habe eben. ich Ihnen gesendet und das sehen Sie auch mit dem österreichischen IBAN, Herr Das Dussendick. ist ja nicht Ihr Konto, das ist ja das Konto von Dimitris Sipalo. Sipolo. Sipolo, Si richtig. Also Sipalo steht hier. es ist unsere Vermittlerskonto. Herr Dusterdick, haben Sie schon die Bankdaten? Und wenn Sie möchten, das Geld überweisen, können Sie das tätigen. Und Okay, wenn Sie also. möchten, ein aktives Handelskonto haben, dann verabschiede ich mich. Also, Herr Dusterdick, was Bitte? kann ich dann machen? Können Sie mir die Daten sagen, die Augenblick Postleitzahl, die mal. Stadt, Straße, Hausnummer und ich vorbereite für Sie Ach, die Sie anderen reden und Bankdaten. reden. Sie sagten gerade, wollen Sie ein aktives Handelskonto haben, dann legen Sie Zu auf. haben, ja. Ja, warum legen Nein, Sie? ich lege nicht Das auf, haben Sie Herr gesagt. Dusterdijk. Das haben Sie Ich habe gesagt. das nicht gesagt. Ich Doch. habe, wenn Sie, haben Sie die alle Daten und wenn Sie möchten, können Sie die Überweisung tätigen. Und wenn Sie möchten, gar nicht. Warum verlieren Sie meine Zeit, Herr Dusterdijk? Ja, gut, Das aber habe ich nicht verstanden. ja, das ist das Problem. Weil ich Gut, bin verantwortlich für hallo, Ihre hallo, darf ich jetzt Handelskonto. einfach mal Bitte. was sagen oder wollen Sie Bitte. einfach nur Bitte. dazwischenreden? Bitte. Also, Sie sagen, Sie sind eine, Sie haben eine, Sie rufen aus Berlin an oder aus Deutschland an? Und wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? In England?
In England, die Adresse sehen Sie in Nachricht, was ich Ihnen gesendet habe. Gut, wenn okay. Sie die offizielle Adresse, das sehen Sie an Ihrem Nachricht, ja? Gut, und wenn Sie in England offiziell, wo sind Sie dann reguliert in England? In England, wir sind auch regulierter, in Baffin, wir sind auch regulierter, wir sind die Offizielle und machen alles mit dem offiziellen Dokument, okay, wir sind dann, die lizenzierte Firma, Herr Distadek. Ja, das können Sie, okay, dann überprüfen wir das doch mal, Sie sind bei der Baffin reguliert, dann geben Sie mir doch bitte okay. Die Baffin-Nummer, die Baffin-ID. Okay, dann ich sende Ihnen per E-Mail auch das die können Lizenz Sie mir auch. Ganz, das können Sie mir ganz einfach sagen. Also, Herr Distadek, okay, nein. Schauen. Nein, hören Sie doch einfach mal zu. Sie unterbrechen mich permanent. Geben Sie mir einfach die Zahlen Ihrer ID bei der BaFin. Gut, sage ich Ihnen. Ja, gerne. Hallo? Hallo? Ja, also, Herr Dusserdick, okay. Ja. Das ist die 5. Ja. Warten Sie. 516642. So, da haben wir das. Nee, Sie sind nicht bei der BaFin reguliert. Ich sehe das gerade. Unter dieser Nummer sind Sie nicht bei der... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Oh mein Gott, wollen Sie mich einfach nicht ausreden lassen? Ich verliere jetzt meine Zeit. Ja, wenn Sie mir falsche Daten geben, dann natürlich verlieren Sie Ihre Zeit. Sie sind bei der BaFin nicht reguliert. Das habe ich schon festgestellt. Okay. Ich kann online überprüfen. Was denken Sie? Sie wollen wo mich sind schon wir wieder hier unterbrechen. Reguliert? Wollen Sie mich eigentlich permanent unterbrechen? Herr Dusserdick? Nein. Dusserdick? Antworten Sie einfach bitte auf meine Frage. Machen Sie bitte alles ganz ruhig und ohne Stress, Herr Dusserdick. Ja, also, Sie sind allgemein also nicht Geschäftsbedingungen, Eigenkapital, Financial Advanced Service Limited. Die Referenznummer war 516642. Nein, ist nicht. Sehe ich doch. Ich bin hier auf der Webseite der BaFin also und habe das... Sie, also denken lassen Sie mich ausreden! Sie, meine Herren! Sie bitte, unterbrechen mich schon bitte, wieder! Herr also Dusserdick. Hören Sie sich hier zu Ende an oder das Gespräch ist beendet. Also, unter der Nummer 516642 ist bei der BaFin kein Unternehmen Herr gelistet. Dusserdick, Sie haben mich schon wieder Sie unterbrochen. Das Gespräch ist jetzt hiermit beendet. Sie sind offensichtlich eine Betrügerfirma. Sie sind offensichtlich eine Betrügerfirma. Alles klar, ich weiß Bescheid. Werden Sie ja, mit mir Sie können sprechen. Weiterreden, solange in Sie mich nicht Fall ausreden lassen, lasse ich Sie auch nicht. Tschüss. Ja, tschüss, Betrüger.